So Leute, willkommen zurück. Das Let's Play Together mit Exo 23 geht weiter und mit dabei sind Sky und Flo und ich, die kleinen, großen, gemütlichen Riesendrachen hier. Und das ist meiner. Das ist immer, die Drachen sehen so. Hast du Chili gegessen? Die sehen super aus, die Drachen. Die sehen echt klasse aus. Also ich freue mich echt mal, wenn ich mal einen selber gezähmt habe. Aber es wird bestimmt eine... Oh, da geht jemand ins Bett. Das wird bestimmt eine lustige Aktion. Was wollen wir jetzt eigentlich machen? Ein paar Stinkekäfer. Stinkekäfer sammeln. Wolltest du noch das Flohmobil ab? Achso, genau, stimmt. Hat mir ja gesagt, ich sollte mal hier das Flohmobil abholen. Weil mein Papierflieger das nicht schafft, einen kleinen Käfer mitzunehmen. Das ist ja hier immer komisch. Irgendwie ist dein... du müsstest mal hier mal U drücken. Ein Wegweiser? Das Sky, nein. Du müsstest mal hier U drücken, weil der folgt... Der folgt der Sky, der wer ist denn hier, der... Skorpion. Oh, die Irmi. Die ist total wild. Wo ist denn der Flo? Ach, da. Flohmobil. Ich glaube, der hängt in der Wand, ja. Der will geskillt werden. Was soll ich denn für den skillen? Oh, das, nachdem es ein Tribe-Flohmobil ist, was immer du möchtest. Leben hat er eigentlich... Ja, da gehen wir mal ein bisschen auf Damage. Ach, war ja so nur ein Punkt. Okay. Und dann folgen wir mal dem Flo. Der weiß nämlich... Der weiß den Weg. Ah, hier runter? Säule. Ach, hier unten geht's runter? Also... Hier gibt's eine Höhle? Ja. Ein Dungeon? Pass auf, dass du nicht ins Wasser kommst, du musst hier unten mit tun. Ah, so weit bin ich. Aha, okay. So weit bin ich noch nicht geflogen. Oh, guck mal da! Wird zwar langsam alles aufgebaut, Stück für Stück. Hier hätte es gleich alles zu. So. Hier ist schon der erste. Oh. Ich werde mal die Spinne was machen. Ah, pass auf, Benny. Das ging fix. So, wer will den ersten zähmen? Ich hab. Hier ist noch einer direkt nebenan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ach, die greifen ja an. Guck mal, wie geil ist das denn? 6 mal. Die anschleichen. Ah Gott, ich muss meinen Drachen auf. Oh, die hättest du gar nicht killen brauchen. Ja, die wirst du jetzt aber eh nicht mehr. Wir holen uns. Es geht ja noch weiter. Komm. Da hinten ist noch. Okay, da hinten ist eine Spinne. Hier ist noch einer. Killt die einfach mal ganz kurz gemütlich. Du, aber die dürften. Die gekillten dürften aber Ketin geben. Ja, ihr könnt das gerne einsammeln. Muss aufpassen, hier auf der linken Seite sind ein paar Spinnen unterwegs. Okay, der ist verbuggt. So. Larger. Der Bug ist verbuggt. Der Bug ist verbuggt. Ich lasse mal den Käfer hier stehen, wenn ihr da durch den schmalen Gang kommt, kommt euch direkt einer entgegen, fliegt einfach über den rüber und von hinten ankriechen. Dex, hast du Code mit? Ja. Hast du den Large Code? Also ja. Gut, anschleichen und dann. Oh. Alles gut, einfach anschleichen. Nö, brauchst du nicht, du kannst einfach nur hingehen. Das reicht, ich bin jetzt gerade eben von vorne drauf losgegangen. Das sah so süß aus und hab gedacht, komm. Der süße Käfer. Und dann geht der direkt ab und greift mich an. Wenn ihr einen lilanen Käfer findet, den würde ich gerne haben. Vorsicht, die Spinne wird. Die greift gerade den Vogel an, den Flo. Ich habe den nämlich auf passiv gestellt, den Vogel. Das ist ein bisschen verbuggt hier noch, die ganzen Höhlen, ne? Ja.
Dex, Vorsicht, Spinne von hinten. Jo. Boah, sieht echt heftig aus, wie der dazu. Wieso fliegt der denn eigentlich, das Flohmobil? Hast du den Folgen? Auf Folgen gesetzt oder so? Der war nur gerade unruhig. Okay. Ah. Der will nicht mehr. Schade, dass das ein bisschen verbuggt ist, weil wenn ich auf eine weite Distanz jetzt zu dir gucke, dann sehe ich, dass man da rausgucken kann durch die ganze durch das ganze Dungeon durch. Mhm. Schade. So, jetzt ist er meiner. Na grats. Soll ich den ersten schon mal rausbringen, oder? So. Warte, das mache ich selber. Das mache ich mal. Wie heißt der? Pupsi. Schaut aber nach einer hübschen Farbe aus. Der dürfte so golden sein, ne? Ja, so Gold. Und ich glaube, das ist so ein bisschen... Goldgrün, schick. Ach, egal. Hauptsache, der macht Pupu. Sag mal, respawn. Ich bin so schnell, oder wie? Warum? Weil du gerade hinter mir gekämpft hast, kann das sein, dass du da noch eine Spinne... Ich hab einen Käfer liegen lassen und das steht hier. Oh, da ist eine Spinne im Wasser, oder? Ja. Ich schmeiß den mal ganz kurz hier ins... Wo ist das Gehege? Irgendwo hier vorne. Ja. Mal reinschmeißen. Ja. Und wieder los. Du musst den noch offen. Ja, das ist voll. Die Folgen, okay. Ja. Sonst dreht er da oben ab. Ich will zu meinem Herrchen und kann nicht. Ah. Was hab ich? Ah, das vergesse ich jedes Mal mit diesem Follow. Ganz besonders, wenn du dann Tiere übers Meer transportieren möchtest mit dem Boot und dann hast du es gerade auf dem Boot geparkt, gehst ganz kurz einen Meter weg. Ups, vergessen. Der folgt dir ja noch und springt dann mitten ins Wasser. Da fliegen schon die ersten mit alle. Warst du schon hier unten, Sky? Nö. Hm? Ich bin restlos begeistert. Das ist mein erster Dungeon. Das gefällt mir auch richtig gut. Wenn jetzt nicht das ein bisschen diese verbuggt. Du musst dann noch in meinen rein. Ja, du musst mir. Es gibt hier keine Artefakte oder sowas, nicht? Nicht in dem. Okay, aber. Soweit ich weiß. Ah, ich mag ja sowas. Die Artefakte? Nee, ich mag Dungeons überhaupt und erst recht, wenn dann vielleicht ein Bossmonster ist. Also bald gibt's ja jetzt in dem nächsten großen Patch gibt es ich glaube 3 neue Dungeons kommen dazu auf die Map Island. Und Arenen kommen dazu. Ich weiß zwar nicht ganz genau, was die bringen, was die machen, aber das da freue ich mich echt drauf, weil es gibt dann auch in diesen neuen Dungeons wird es nämlich auch Bossmonster geben, diesmal. Oh, spei nochmal, das sieht super aus. Nochmal bitte. Oh, super, hier muss ich mal ein Foto von machen. Gefällt mir. Wir sind auf der Suche noch nach einem Kacki-Käfer, oder? Mhm. Ja. Hast du eigentlich auf deinem anderen Server schon mal ein Brutmutter-Raid gemacht? Ja, haben wir schon. Oh. Die sollen ja jetzt auch zähmbar werden, die Brutmütter. Okay. Das wäre schön. Ja, schon. Also die würden mir gut gefallen. Also die Spinne ist nicht unbedingt schön. Ah, niam, niam, niam. Oh, hier ist eine Schlange. Also ich möchte gerne eine Spinne haben, aber ich weiß noch nicht den Nutzen von einer Spinne, da muss ich mich mal mit beschäftigen. Die Spinnen sind, also leider sind die Spinnen, ich bin ja
sagen wir mal, für hier so Fantasy-Spiele finde ich Spinnen total genial, aber hier in Ark ist die Spinne total schlecht. Also wir haben die hoch geskillt, aber die läuft sehr langsam. Nach 3 Meter hat die keine Puste mehr. Die kann nur so ein bisschen Netze sprühen, ist nicht stark. Also du musst viel zu viel Punkte da reinsetzen, aber richtig viele, um die wirklich dann nutzbar zu machen. Also das, dafür ist die nicht nicht so interessant. Boah, die Pilze sind ja cool aus hier. Ja. Aber wie du sagst, das ist schade, dass das verpackt ist, weil ich habe jetzt auch Löcher, wo ich noch draußen sehe. Ja, das ist ein bisschen schade. Also der blöde Pilz verursacht bei mir gerade einen Mega-Lag. Okay, ich gehe mal ganz kurz zu dir zurück. Ich glaube, jetzt bin ich vorbei. Ihr seid jetzt noch oben? Ja, nach oben. Ja, seh dich. Ich komme mir irgendwie so ganz klein vor hier mit diesem Vogel bei euren Drachen. Vor allem die Fluggeschwindigkeit ist ein Wahnsinn. Ich hab, also der Florian hat mir gestern geholfen, meinen Säbelzahntiger zu zähmen. Und ich bin dann beim ersten Versuch leider gestorben. Hier direkt vor meinem. Und bin dann mit dem Argentavis hingeflogen. Also das war. Sky, möchtest du den probieren? Was haben wir für Farbe? Ich sehe nichts. Hier direkt vor meiner Nase. Oh, hier geht's wirklich raus. Da muss ich mir die Köttel auf 0 setzen, ne? Köttel auf 0 setzen. Genau. Hier, am besten die Drachenköttel. Jetzt läufst du einfach zu meinem Drachen. Beim Drachen laufen und dann von hinten langsam rangehen. Wenn, jetzt reicht schon. Jetzt geh einfach auf ihn zu. Ich muss mir eben den Gamma-Wert nach oben stellen. Jetzt pass auf, ein Skorpion kommt von der Seite. Da sind noch ein paar Spinnen hier noch unterwegs. Alle wollen mich schon ein bisschen betäuben. Boah, das sieht so abgefahren aus. Heute beim Patch sind diese Glühwürmer von der Aha! Jetzt verstehe ich das, weil ich habe mich. Oh, hier ist noch ein Kacki-Käfer. Ist böse geworden? Ja, hier draußen noch einer, ist ja lustig. Den hole ich mir dann. Der also ist der, du den golden der Kacki-Käfer ist aber eher was für dich, Dex, weil der ist dunkelgrün. Ach, egal, Hauptsache die machen Kacke. Wir können jetzt den Donner tauschen. Ach ne, ich muss ja weg hier. Ich vergesse das jedes Mal, dass die aggressiv sind. Die schauen so niedlich aus, gell? Ja, das ist, Ist der jetzt aggressiv geworden? Nein. Alles noch in Ordnung. Aber die Anzeige mit dem Hungrig habe ich nicht. Das kommt, also das habe ich auch nicht. Das habe ich auch nicht gehabt, gerade eben. Aber da musst du ganz kurz mal warten, einfach mal weggelaufen und. Das ist ja, die Käfer sind ja noch ein bisschen verbuggt. Normalerweise sollte man ja dieses Bug Repellent nehmen dafür. Das brauchst du ja nicht. Und du brauchst noch nicht mal schleichen. Du musst einfach nur da hinten dran gehen. Ah, dafür Nacken. Ist die Spinne dann aber noch so. Aber dann Nacken hat neulich erzählt, dass das, das Insektenschutzmittel die Käfer aggressiv macht. Nee. Ich weiß nicht, ob das jetzt auf dem Server hier anders ist, aber normalerweise nicht, nein. Eigentlich nicht, nein, ich hab's. Ist ja ein Käfer, also ist ja ein Insekt und das ist ja ein Insekten. Schutzzeugsmittel, Dingsbums. Ja, das mögen Insekten nicht. Ja, es ist in, ja, das ist ja. Hier ist das eben hier im Spiel, du weißt andersrum, ja. Aber die Spinne, die ihr da in dem Vulkangebiet gezähmt habt, die ist ja dann wirklich komplett stehen geblieben durch das. Aufpassen, der kommt auf dich zu, der Käfer. Ich dreh grad um. Ja, die Spinne war auch ein bisschen verbuggt irgendwie. Normalerweise müsste die ja ein bisschen rumlaufen. Die ist aber immer jedes Mal stehen geblieben. Anfangs haben wir es ein bisschen falsch gemacht und dann hat es dann irgendwann geklappt und dann ist die nur immer irgendwie jedes Mal stehen geblieben. Also war aber auch easy. Im Singleplayer hatte ich eine 108er Spinne, aber die hat mir nicht gefallen. Ich bin da nie wählerisch, aber überhaupt nicht.
Ich möchte noch eine Fledermaus, aber ich habe noch keine gefunden hier. Es gibt Tiere, die unnütz sind. Also wir zum Beispiel, würde ich jetzt sagen, die Spinne. Aber die kann man ja wenigstens reiten, die kann ja spucken. Also so ein paar Dingens, Netze. Aber die Fledermaus ist das wirklich das unnützte Tier, was es überhaupt gibt. Dauert auch Ewigkeiten, die auf normal zu zähmen. Und dann ist sie super langsam. Kann man nicht auf der Schulter tragen, man kann sie nicht fliegen. Jetzt ist die vielleicht ein bisschen stark, man kann sie vielleicht mitnehmen beim Kampf irgendwo. Aber das bringt ja auch nicht viel, weil kämpfst du jetzt gegen einen größeren Raptor oder sowas, dann ist die tot. Ja. Also ich finde, man sollte sie zumindest auf der Schulter tragen können, ne? So wie die ist zu groß. Die Dimos oder so. Die ist richtig groß. Also für. Die ist ja so groß wie der große Gnome. Das ist groß. So, wie bringe ich das? Soll das Vieh jetzt noch rausbringen oder willst du jetzt erst noch einen Zähmen schlucken? Der ist schon dabei. Zähme, ihr könnt schon weiterfliegen. Komm nach dann. Ja, weiter ist gut. Ich habe keine Ahnung, wohin. Hier geht's raus. Guck mal. Hier ist schon das Ende des Dungeons, aber es ist eins der Ausgänge. Dann bist du bei den Wasserbecken, Sky. Hinter Ellas Alpenhaus. Ah. Da, wo du den Dödikus gesehen hast. Ich kriege hier noch dem hinterher. Wieso folgt mir der jetzt noch? Ich hab das doch ausgeschaltet. Drück mal auf U. Jetzt genau. Den Knödeldödel. So, jetzt hast du ihn. Level 23. Meiner lässt sich hier aber Zeit. Du hast ja auch einen größeren, glaube ich, oder? 68er. Schleichst du gerade hinter dem her? Ich dachte mir schon die ganze Zeit hinterher. Aber der ist so schwarz-grau, gell? Wer? Nein, nee, ist von oben sieht das so dunkel aus. Habe ich jetzt auch gerade gedacht, aber der war, glaube ich, auch gelb. Die sind alle gelb. Es gibt ein Lilanen, habe ich jetzt bei einem. Also meiner ist grün. Ja. Und so grün, ich will auch einen Lilanen haben. Ich habe im Singleplayer einen Lilanen, aber ich habe hier keinen Lilanen gefunden. Also mein erster Kackekäfer, den ich gezähmt habe, der ist violett. Der hat ja ganz viele Regenbogenfarben gehabt. Ja, der war schön. Oder ist schön. Lebt er noch? Der ist noch im Leben, ja. Das ist leider, wir haben die ja eingesperrt in Käfige. Und das backt ein bisschen und dann backen die leider ein bisschen raus. Und dann läuft der dann ganz gemütlich irgendwo über die Insel. Und dann meint dann irgendjemand dann immer, der Z zum Beispiel, wenn der rumfliegt, sag mal, ist irgendjemand, von wem gehört denn der Käfer Kaki? Der ist es meiner, warum? Der ist gerade da hinten irgendwo im Busch. Wir haben da immer so ein paar Ausbüchser. Aber mir ist jetzt mit meinem Delfin passiert, wenn du zwischendurch so Besuch von Megalodons bekommst, und du kannst ja den Delfin nicht aus dem Wasser raus, also er bleibt ja immer irgendwie im Wasser. Und der stürmt dann meistens hinter dem Megalodon nach. Und mein lieber Flipper war weg. Und ich dachte, okay, gut. Schade am Flipper, kann man nichts machen. 3-4 Tage, also Spieltage später, lese ich oben, dein Flipper wurde getötet vom Megalodon Level sowieso. Also der ist irgendwo im Meer herumgeschwommen, ich habe den nicht mehr gefunden, aber es hat sich dann eh erledigt. Nein! Oh Gott! Ich konnte mich nicht mehr wegbewegen, ich wollte weglaufen, ich war aber gerade voll, als ich alles geklaut habe bei dem. Aua. Wo habe ich mein Bett eigentlich jetzt hier? Irgendwo da, ne? Ja. Aber man sieht ja sogar, wo ich gestorben bin. Oh Gott. Ich wusste, dass ich jetzt gleich angegriffen werde und wollte weglaufen. Ich konnte nicht und habe versucht, meine Sachen zu droppen, die ich da drin hatte. Aber es war ein bisschen zu schnell. Ja, vor allem, da sind ja extrem viel. Also da ist ja, bei den 1000 Holz oder so. Ja, ich habe einfach mal gesagt, nimm einfach mal alles mit. Das war ein Fehler. Jetzt kann ich mich ja... Ich hab den Wohnmobil übrigens jetzt
mit Schlepper. Aber wo ist denn jetzt dein Käfer? Ist der gestorben? Nee. Ah, nee, der hat schon. Genau, ich hab den ja schon weggebracht. Also, ich hab jetzt nur mich verloren. Und ein paar Sachen. Ich nehme Flohmobil, den Käfer und mich erstmal wieder zu euch. Okay. Das ist ja mal so, man weiß ja nicht, was das für ein Level gerade war, die mich ja gerade angegriffen haben. Das sind ja bestimmt 5 oder 10 Level über mir oder noch mehr gewesen. Weißt du sind aggressiv, wenn du an die rangehst. Ja, richtig, das wollte ich hier eigentlich schnell vermeiden, indem ich das aufnehme und direkt auf meinen Flugsauger springe. Das gerade ist mir egal, die werden trotzdem aggressiv. Ja, ja, aber wenn ich wegfliege, ist es mir doch egal, dann sollen sie eben laufen. Und wütend sein, aber es hat nicht geklappt, ich konnte nicht mehr laufen, ich konnte mich nicht mehr bewegen. Dein Avatar hätte wahrscheinlich auch schlapp gemacht. Ja, das wäre zu viel gewesen. Irgendwo müssen wir da hin, irgendwo ist die Höhle hier. Wo war ich hin? Nochmal rein? Zu meiner Leiche. Zur Leiche. Oder hast du die schon leer geräumt? Nee, ich kann euch den Weg zeigen. Ich hab jetzt erstmal Flohmobil und mein Käfer. Wir müssen eigentlich, glaube ich, hier in der Nähe sein. Irgendwo müsst ihr. Wo ist denn hier? Lass mich mal ganz kurz vor. Fliegen wir ein Stückchen vor, genau. Lass mich mal da am Rand. Ich kann euch sagen, wo ihr lang müsst. Wenn ich wüsste, wo ihr hingeflogen seid. Wir sind an einem See. Wir sind so gesehen ganz unten bei dir an der. Von mir wissen die Base hier oben. Sehen. Ich hole einfach deine Sachen. Das geht schneller als auf den Weg zu leiten. Ich bin da wieder. Also. Okay, dann bring mich mal wieder zurück, Sky. Mal gucken. So, jetzt nochmal. Supi, okay. Dann einfach geradeaus. Hier ist übrigens gebaut worden. Hier oben ist ein Strahl und ein Tor direkt davor. Ja, das gehört dem, Ein paar Drachen sind auch schon geparkt. Ein paar mehr! Wie viel sind denn das? Ah, einige. Das habe ich gar nicht gesehen, dass hier auf unserer Insel, auf unserem Stück hier schon gebaut worden ist. Das ist von. Ist das eine Mark? Mauerblume, oder nicht? Das ist die Mauerblume? Dann weiß ich, wo ihr seid. Nö, jetzt sind wir unterwegs zum Dex. Ja, warte, du kannst ruhig zum Zähmgehege wieder, also zu deinem Gehege, weil da ist ja noch mein Flugsaurier drin. Den nehme ich mir dann direkt noch mit. Und Domobil ist ja auch geparkt. Okay, dann merci. Ich lasse mal Pupsi bei dir noch drin stehen, bis ich irgendwann selbst mal ein kleines Gehege habe. Wollen wir in Bronto zähmen? Oh, das ist schön. Nee, ich bin nicht beim Bronto dabei. Aber der steht schon. Oh, hier ist ein grüner Flugsaurier. Den will ich haben. Den will ich haben. Also, Peter ran oder 10. Aber wie kriegst du den hier runter? Der ist Level. Was ist denn Level 20? 120? Was ist denn das jetzt gewesen? Ich sehe es nicht. Du musst stehen. Ist so ein bisschen schade, dass der eine Flugsaurier, den wir zusammengezähmt haben, verschwunden ist. Der hatte so ganz. Den Bug. Ach so, der hat so schön grüne Flügel gehabt, aber der ist aber auch super. Der gefällt mir richtig gut hier. Irgendwie. Kann das jemand sehen, was er für Level hat? Ich glaube, ich muss mal selber hier ganz kurz. So, er hängt bei mir. Perfekt. Kannst du nicht sehen, weil. Ach so, Level 20. Level 20, okay. Das ist gut. Fliegt mal da weg, wenn wir den an Land locken, dann kann ich den abschießen oder. Ah, der hängt da fest. So lustig. Er hängt in meinem Schwanz, ja. Wenn der mal an Land fliegen würde. Ja, der fliegt da die ganze Zeit nur Kreise ums Wasser. Guck dir das mal an, das macht der extra. Jetzt kommt er auf uns zu. Nein, er wusste, der weiß, was ihm blüht. Komisch. Ich krieg das mit meinen Drachen noch nicht raus. Also, ich weiß, dass das geht. Geht das nur in einer bestimmten Höhe, dass der dann. Das kann's, glaube ich, sein. Hast du die Sachen von mir eigentlich im. Oh, die fliegt gerade an mir vorbei. So, ihr landet jetzt. Jetzt weiß ich's, warum.
Die Drachen haben automatisch, dass sie auf dem Boden landen, wenn du absteigst. Ich habe jetzt keine Waffe. Meine Sachen hast du. Meine Sachen hast du in dem im Drachen bei dir oder hast du die im Adler? Ich habe meine Sachen bei mir im Inventar. Oh, landet er? Ja, ist gerade früher gelandet, aber. Wo ist mein Drache hin? Ach, ja. Der ist erfolgen. Jetzt ist er unten. Ah, ich stecke im Drachen fest. Ein Drachenei! Ich habe dir. Achso, das andere Drachenei von dir habe ich eben. So, ja, Dex, supi. Der liegt übrigens. Also der Petra. Petru. Petranodon. Genau. Alles klar, supi.